Wir legen jetzt einfach mal los, genau. Wir legen jetzt schon los. Ja, also. Die Kamera läuft, nehme ich an, oder? Nö. Noch nicht. Doch. Alles gut. Michi, grüß dich. Ja. Schön, dass du das einrichten lassen hast, Kinder. Gottfried, danke für die Einladung. Er ist in Farbe da. Live. Live und in Farbe. Auf der Messe haben wir schon ein bisschen kurz geschmerzt. Ohne Schleier, ohne Kampfanzug. Ja, das wissen wir noch nicht. Also, wir haben nichts dabei, sagen wir es mal so. Ja. Ich hätte hinten für dich was liegen, wenn es ist. Ich denke, das halten wir aus. Die 23.000 Stiche. Die machen einen ganz braven Eindruck. Ich habe schon ein bisschen, ich war schon fleißig. Du warst einkaufen, ja. Ich habe meine ersten Zanderschiede gekauft. Okay. Die sind schön. Mit deinem Logo. Mit meinem Branding, gell? Die gibt es dann auch jetzt dann bald so im Handel. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Ich habe die selber bastelten, ja? Mit Styrodur Alu kaschiert. Mhm. Aber das gefällt mir auch gut, weil dieses Styrodur-Zeug, das fressen sie auf. Wenn da irgendwo eine Lücke ist in der Alu-Kaschierung, dann sind sie drin. Meinst du, dass das nicht anfieseln? Ja, das ist ja wie Mini Plus. Stimmt, gell? Stimmt, Mini Plus. Da habe ich auch kein Thema, da fieseln sie auch nichts. Ja, also das ist das Propolisierendste gescheit und dann da dürfte nichts passieren. Das ist ja so ein Hartschaum-Zeugs. Nee? Test. Gefällt mir gut. Meine Idee wäre jetzt, also ich habe jetzt die Völker noch nicht durchgeschaut. Ein Volk bis jetzt habe ich heute noch bei dem schönen Wetter durchgeschaut. Aber sonst sind alle noch jungfräulich. Okay. Ich hoffe, mich erwartet da jetzt keine böse Überraschung oder uns. Das werden wir sehen. Du hast jetzt eins, das hast du jetzt auf zwei Räumen durch den Winter gejagt. Genau. Und das ist auf einem Raum durch den Winter gegangen. Okay. Man muss dazu sagen, das sind beide Jungvölker. Das war auch nicht so stark. Also es ist normal, sagen wir, für mich über den Winter gegangen. Ja. Und ich möchte jetzt, weil du drückst dir dann runter, sagen wir, auf einen Brutraum. Genau. Und dann kommt ja oben schon der Honigraum. Das ist jetzt der Klassiker, dass man auf zwei Bruträume, beziehungsweise ja, zwei Bruträume die Völker in den Winter schickt. Und jetzt um die Jahreszeit, wenn die Weide blüht, dann, so habe ich es früher gemacht, habe früher auch zweiräumig in den Winter geschickt. Und habe sie dann zur Weidenblüte auf eine Zarge zusammengestaucht, habe meine Wabenhygiene gemacht und bis zur Kirsche habe ich es dann auf einer Zarge sitzen lassen und erst dann wieder aufgestockt. Das heißt, die Vergangenheit, jetzt ist bei dir pauschal alles auf einer Zarge, auch im Winter? Genau, ich schicke sie bereits im Herbst, also im September irgendwann, stauche es runter auf eine Zarge und schicke es mit einer Zarge in den Winter. Das habe ich mittlerweile schon ein bisschen mitbekommen, weil ich wollte es eigentlich letztes Jahr schon. Er schaut meine Filme. Ja, logisch. Man muss ja Fühler überall, weil die guten Kanäle bin auch ich vertreten. aber ich wollte es letztes Jahr schon ausprobieren und wollte es ja testen. Mir ist aber da auch einiges dazwischen gekommen. Und da wir uns auf der Messe getroffen haben, habe ich gedacht, das passt perfekt. Mit den Schieden habe ich schon jetzt ein bisschen Erfahrung. Beim Thema der Dant konnte ich mich schon ein bisschen reinfuchsen und habe auch das Konzept dahinter verstanden. Ja. Für alle, muss ich jetzt sagen, für alle Anfänger, die jetzt neu anfangen, würde ich aus meinem tiefsten Herzen sagen, lasst mal die Schiede einfach weg. Das ist jetzt für euch noch eigentlich gar nicht interessant. Das ist eigentlich schon. Also wenn ihr auf Zander imkert, kann man das ohne Schiede machen. Wenn ihr auf Dardant imkert, dann kommt es ohne Schiede nicht aus. Das ist nochmal der Zusatz. Aber Zander am Anfang würde ich jetzt nicht mit. Nicht nur nicht zu versteifen. Kann man den Brutraum anpassen? Also es geht um eine Brutraumanpassung, okay? Genau. Dass eben die Schiede diesen Brutraum eingrenzen und der soll aber nicht eingebremst werden. Wenn die Brutwaben dann mal zu 80% circa ausgebaut sind oder bestiftet sind, dann erweitert man den Brutraum um eine Wabe und passt den eben an die Königin, an das Volk an. Machst du dann auch bei der Erweiterung mit Mittelwänden, wenn du gar nichts mehr anders hast, oder erweiterst du dann immer mit ausgebauten aus dem Honigraum? Sofern ich ausgebaute habe, kommen die immer zuerst dran. Ja, okay. Im Honigraum ausgebaute versuche ich dann über dem Brutnest zu platzieren. Und wenn ich dann Mittelwände einsetzen muss, dann kommen die an die Seite, also links und rechts neben die, also nach oben gesehen neben die Brut. Okay. Verstanden. Ja, würde ich sagen. Und sobald die Tracht einsetzt, dann bauen sie die schon aus und genau. Machen wir auf.
Reißen wir es auseinander? Boah, das Auseinanderreißen, dieses Wort mag ich eigentlich gar nicht. Gell? Ich weiß nicht, aber das ist genau das ist das, was wir jetzt machen. Also ja, ist so. Wir reißen jetzt die Gebärmutter auf und. Jetzt habe ich gar keine Handschuhe. Ich bin mehr der Handschuh-Typ, weil ich nur die Kamera bediene. Handschuhe? Mei, hast du was dabei? Jetzt pass auf. Ich habe was dabei. Ich komme ja nicht mit leeren Händen zu dir. Ich hab Geschenke mitgebracht. Du hast Geschenke mitgebracht? Ich hoffe, du hast eine Größe 9. Ja, kriegen wir rein. Ich hab Klodeckel als Schuh. Aber Größe 9, da kannst du schon reinfrechen. Aber du brauchst jetzt welche. Ich brauch keine. Du brauchst keine? Ich hab schon Propolisfinger, ich war halt früher schon bei den Bienen. Ja? Passt einwandfrei, gell? Das sind, ich sage mal, zu 99% stichfeste Handschuhe. Okay. Dort am Gewebe, da stechen sie natürlich durch. Probier ich aus. Am Gummi, die ganz hartnäckigen, die kommen auch durch den Gummi durch. Aber also dadurch, dass die eben wir Montagehandschuhe ganz anlegen, hat man ein gutes Tastgefühl. Cool. Und cool. Ja, einmal frei. Testen wir gleich aus. Dann habe ich da noch ein Propolis-Gitter mitgebracht, gell, aus Silikon. Das ist ein Baumwollgewebe mit Silikon ummantelt. Das fühlt sich schön an. Ja, fühlt sich das gut an. Mit das nimmst du mit ins Bett. Alles klar. Erste Nacht. Und ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Gell? Das Buch habe ich geschrieben, ist jetzt ein gutes Jahr auf dem Markt. Ich danke euch allen, die das gekauft haben, mir positiven Feedback gegeben haben. Und das ist für den Jupp übrigens. Genau, ich habe es ja auch bestellt, gell? Für den Jupp. Da wieder, ich hoffe, mit Widmung. Nein, die steht dann, die schreibt man nachher mal nein, die Widmung. Ja, also. Das mache ich dann. Sag ich Dankeschön. Auch ein Danke vom Jupp aus, weil er wollte es unbedingt. Und siehst, ich halte mein Wort, Jupp. Aber er verteilt jetzt schon Geschenke, dann muss ich auch mit Geschenke gehen. Ja, das machen wir später. Jetzt. Nein, wenn. Achso, hast du was? Freier wie was? Da meint er, ich bin unvorbereitet. Ich habe ja, jetzt laufe ich das Bild wie unprofessionell. Ich weiß ja, dass du einen Lehrbienenstand hast. Aha. Jetzt bin ich gespannt. Und du da immer viele betreust. Jungimker. Und da dachte ich mir, zuerst mal in die Kamera zuständig. Wie willst du das nennen? Ja, du hast gleich in die Kamera. Kleine Kamera. Ich halte es mal. Da dachte ich mir, da ist für so einen Lehrbienenstand so eine kleine Lehrtafel. Ja, das ist ja was ganz Tolles. Was Interessantes für die Jungimker. Super. Da, wo man es nachschauen kann. Das kommt demnächst bei uns im Schulungsraum. Gell? Wunderbar. Das ist dann deins. Vielen Dank. Nicht dafür. So, dann reißen wir jetzt. Ich leg's rum. Ja, genau. Bring's in Sicherheit. Dann reißen wir auf. Ich bin so frei. Gerne. Das ist ja übrigens eigentlich, du bist eigentlich der Erste, der meine Völker aufmacht. Ich bin da mehr so. Na, das machst du schon selber. Nee, du darfst schon. Ich darf. Ich bin das nicht gewohnt. Ich darf. Ich mach's nur so. Also bis dahin. Jetzt freue ich mich. Nur so am Rand. Ich mach das immer so, dass ich den Deckel umgekehrt. Ja, ja. Dann kannst du nämlich das. So mache ich das auch. Nee, dann kannst du die Zauge dann schön draufstellen. Oder so. Dann fliegen da die Bienen runter. Genau, also ich mache das auch. Ich lege das auch immer irgendwo, wo ich Platz habe, nebenhin. So über Kreuz immer. Und dann habe ich eine gute Abstellfläche für meine Zagen. Jetzt weiß ich bloß nicht, zum Schauen ist es besser, wenn ich die Kamera nachziehe, direkt über das Volk. Wie wollen wir es machen? Ziehen wir es näher? Jetzt könnte man abstimmen lassen, gell? Du bist der Experte. Ich habe nur die Hälfte Abonnenten. Ja, das ändert sich jetzt von Schlagern. Na, also alles gut. Ich mache auch beide. Du bist der Experte. Manchmal lasse ich die Kamera einfach stehen und ziehe mit einer Einstellung alles durch. Manchmal hole ich die Kamera und lasse meine Zuschauer teilhaben. Ihr wollt zuschauen, gell? Die wollen was wissen. Ihr wollt ja nicht unsere Schädel sehen, das habt ihr jetzt lang genug. Das machen wir, ziehen wir schnell um. Ziehen wir um. Oder zuerst machen wir das Volk, die eine Zauge, die heben wir noch runter. Die heben wir noch drauf. Da kriegst du einen Stockmeißel. Stockmeißel habe ich. Und diesen, den brauchen wir nicht. Den mag ich sehr gern, weißt du? Der Wabenheber meinst du jetzt? Ja, den Wabenheber mag ich dann ganz gern. Wie gesagt, also die ist tatsächlich jungfräulich, die ist noch total verklebt. Da. Wenn ihr mal einen Stockmeißel angesetzt habt und die hochklopft habt, dann bleibt die oben, okay? Die müsst ihr jetzt in der Hand lassen, weil wenn ihr die jetzt wieder runterlasst, dann gibt es eine Briefmarkenproduktion. Und stellt euch vor, genau in diesem Moment läuft die Königin dazwischen, habt das Volk über den Winter gebracht und dann macht es nicht schön. Und die stellst du jetzt so drauf, oder? Ja, so, dann ist die quasi. Genau, dann habt ihr nur eine ganz kleine Auflagefläche. Und nur ganz kleine Chance, dass es Bart gibt. Das Einzige, was ich nicht gut finde, weil das ist ja Blech und wenn es kühler ist, ist das,
zu kalt, dass die Bienen wo runterfallen, könnten auch erfrieren, aber dann ist bei mir der Holzdeckel drin. Nur so. Okay. Ja, ja. Ja, aggressive Bienen, wie ich habe, gell? Na, die sind ganz brav. Also, das seht ihr jetzt noch, was ich hier mache. Also, wenn die Hand hier bienenfrei bleibt, dann brauchen wir auch keinen Schleier. Nein, es ist auch immer interessant, wenn ein anderer Imker das Volk beurteilt, dann ist das auch mal für die Zuseher was ganz anderes, weil die sagen schon, man kann das ja zusammenschneiden, kriegt man hin. Also, ich kann euch das so zusammenschneiden, dass ich. Alle Stiche rausschneiden. Ja, ist ja kein Thema, aber das bringt ja mir auch nichts, weil wenn, dann zeige ich das auch so. Aber das ja, also, die sind wirklich ganz brav. Wir haben jetzt aufgerissen, der Smoker steht zwar hier, ja. Aber wir haben ihn nicht im Einsatz. Ich mag ihn halt gern, wenn man wieder zusammenbaut, dass ich es halt nicht quetsche und dass ich es nicht vergesse und dann wieder anzünden muss. Raucht er bei mir schon, dass wenn ich dann zusammenbaue, das alles einmal einrauchen lasse, dass ihm nichts quetscht. Das ist halt so. Ja. Bevor wir jetzt weitermachen, hätte ich jetzt gerne mal einen Blick auf die Windeln. Warte, das ist genau blöd. Warte, ich mache ein bisschen. So. Okay, jetzt habe ich sie. Okay. Da sieht man nämlich jetzt schön, wo das Brutnest ist. Also die sitzen sauber zentral. Flugloch ist, ja, das ist über die ganze Breite. Das ist über die ganze Breite, ja. Genau. Ja, also die haben sich schön in die Mitte reingesetzt. Ja. Das sieht man da an den braunen Streifen. 1, 2, 3, 4, 5. Also könnte es sein, dass sogar 4 Brutwämmchen haben. 4, 5. Ja, 4 bis 5. Das so stark wie die sind, würde ich auch sagen, dass die mindestens auf 5 Waben schon gestiftet hat. Super, du lässt die auch das ganze Jahr drin, oder? Bis auf den Hochsommer wahrscheinlich. Da muss wirklich buckelheiß sein, da ich sage, oh Gott, aber normalerweise sind die drin. Ich habe in meiner Anfangszeit die rausgenommen, da in der Findungsphase, nenne ich es mal so. Ja. Aber mittlerweile merke ich, bringt nichts. Ich habe dieses Jahr nochmal bei der Mini Plus ein Projekt, also hat es kein Filmchen gegeben, Mini Plus Völker am gleichen Stand, gleiche Stärke. Ich weiß, man braucht 1000 Völker, um Vergleiche zu ziehen können, aber ich habe 2 links, 2 rechts, 2 offen, 2 zu. Und die 2 zu, die waren bombenstark, die 2 offenen, die waren wesentlich schwächer. Wenn es wirklich, es ist ausgerichtet Richtung Süden, wenn es wirklich richtig heiß ist, habe ich schon oft gemacht, dass ich so ein Zelt, so ein Vordach, das verlängert, dass die einfach im Schatten sind. Dass sie im Schatten stehen, ja. Dann habe ich viel mehr gewonnen, wie wenn ich jetzt den Schieber rausnehme. Weil die pralle Sonne brennt ja trotzdem drauf. Ja, ja, ja. Also deswegen, also bei mir sind die Schieber drin. Also ich nehme sie im Hochsommer, wenn es dann so richtig drauf prallt. Ich hab keine Unterstände oder so, ich meine, die stehen alle im Freien. Ist ein anderes Thema. Wenn es dann, wenn dann so ab Juni die Sonne so richtig knallt, dann ziehe ich sie raus bis Mitte September. Aber dann sind sie wieder das ganze Jahr drin. Gut. Ich baue jetzt schnell um. Du baust die Kamera um, okay. Baue die Kamera um. Dann ziehen wir ein bisschen mehr vom ja, Volk. Genau. Wenn es jetzt so schön warm ist, gehen die viel schöner raus. Da haben wir jetzt kein so Problem. Man kann jetzt einfach dazwischen reinstechen und die wegdrücken. Aber wenn es richtig, noch kalt ist, dann können die ja beim Rausziehen. Ziehst die Oberträger, Nägel raus. Die Oberträger, genau. Danke. Und dann hast du halt wieder. Aber sonst, wie gesagt, mag ich die Hoffmann Seiten recht gern. Das ist aber auch Geschmackssache. So, jetzt haben wir. Das schaut aus, als ob es trocken ist, gell, die Wabe. Ja, das ist nichts Besonderes. Ein bisschen Pollen haben sie da schon drin, aber die könnten wir jetzt schon mal entsorgen. Die könnten wir jetzt schon mal entsorgen. Jetzt tue ich jetzt noch nicht bewusst abschlagen. Na, lass sie nur drauf sitzen. Die kommt jetzt da vorne vor ins Flugloch, dann können sie wieder hochklettern, wenn sie wollen. Willst du? Darfst du auch. Also mir ist das, ich bin da. Ja, ja. Ich bin da recht schmerzfrei. Also wir kämpfen uns jetzt mal zum Brutnest vor. Da haben wir schon ein bisschen was Glänzendes, gell? Ja, also da kommt schon Nektar, gell? Die Weide, die bringt natürlich ein bisschen was. Und Pollen ist drin. Die lassen wir jetzt einfach mal auf die Seite, oder? Was sagst du? Ja, ja, lass mal drin stecken. Da sind trocken so viele Bienen drauf. Was jetzt natürlich. Ein Stoß, dass ein bisschen. Was jetzt natürlich interessant wäre die Königin zu finden. Unbedingt. Weil wenn wir die jetzt zusammenstauchen, könnte man sie vielleicht vorher kurz in den Clipkäfig einsperren, damit da nichts drankommt. So, da haben wir jetzt eigentlich auch. Ist sie gezeichnet, oder? Die ist gezeichnet. Bei mir ist immer
Was rechnest du? Gelbe oder was ist drin? Jetzt haben wir den Zettel, haben wir da mal. Das ist gelb, ja. Die gelb und die 59 müsste es sein, wenn sie nicht umgewechselt haben. Ja, das ist immer das Spannende. Aber es ist eine gelbe. Da haben wir das Brutnest. Ja. Und Stifte haben wir auch schon. Ja, ja. Sie könnte jetzt gut schon auf der Wabe sitzen. Ich frage, ob man die Stifte einfängt, aber das. Wahrscheinlich nicht. Schau mal auf der anderen Seite, nicht, dass ich da. Nein, da habe ich nichts gesehen. Okay. Also da haben wir schon das erste. Also die bleibt auf jeden Fall drin. Futter haben wir jetzt eigentlich noch nicht so wirklich gesehen, gell? Ich weiß jetzt gar nicht, was so schwer war. War die zweite Zange schwer? Ja, moderat. Es ist schon noch was da. Da schon gerne mal schon wieder. Mhm. Ein schönes Rämmchen und es wird auch. Die zwei. Sehr bestiftet, das ist schon. Ja, ja. Das ist verdeckelt, Maden, Stifte. Ganz typisch für eine Brutwabe im unteren Raum, die ist unten ausgefressen, ringsrum, damit die schön schwingen kann. Ja, als Tanzboden. Als Kontakt, als Telefon. Sozusagen. Jetzt haben wir das Blöde, weil wir uns ein bisschen vom Flugloch, ich zumindest. Naja. Komm hin, komm rum. Komm mal rum. Ja, komm rum. Komm rum. Da muss ich mich nicht so verbiegen. Ja, ja. Die wollen ja nicht uns sehen, die wollen ja Bienen sehen. Ah. Ja, ich auch. Du seit das war ja schon seit Monaten sitzen wir auf dem Trocknen. Gell? Du. So, die dritte Brutwabe, sehr schön. Aber auch noch keine Königin. Ja. Aber Stifte. Also war sie mindestens vor 3 Tagen da. Ja, ja. Die, so brav wie die sind, haben die eine Königin. Ja. Gehen wir, also hoffe ich jetzt mal. Brutwabe Nummer 4. Aber auch, siehst du irgendwo? Na. Leuchtet noch nichts Gelbes. Schauen wir mal, ob die nächste Wabe auch beblütet ist. Da ist eigentlich nichts drin. Das sieht nach Pollen aus. Ja, das wird es wahrscheinlich in der anderen Zange hocken. Dann machen wir noch pro forma die zwei Rämmchen. Ja, auf jeden Fall. So wie ich meine Chefinnen kenne, freuen sie sich, wenn sie mich ehren können. Aber die Handschuhe sind echt gut. Die sind schön. Also ich mag es. Ich mag halt Handschuhe, weil ich muss noch die Kamera und jetzt seht ihr das? Das ist jetzt keine 2 Minuten und dann geht man wieder zur Kamera rüber und dann klebt die Kamera wieder und die ist jetzt auch kein Schnapper, sagen wir es mal so. Spätestens, wenn du ins Auto einsteigst, klebt alles am Lenkrad. Ja, also. Gut, da hat jetzt auch auf jeden Fall keine Königin, die kannst du auch raustun schon. Was sollen wir die da jetzt nochmal reinstecken? Gut, jetzt müssen wir uns durch die zweite Zange wühlen. Da machen wir bloß darüber. Dann hast du da weniger Aufflug. Wie gesagt, ich mache das immer auf die Seiten. Da habe ich da trotz Hoffmann-Rämmchen kein Problem, dass ich das rausnehme. Ja, genau. Das ist eine gute Taktik. Leergefressene Futterwabe. Da. Das kannst du in den Honig raumstecken. Die sind normalerweise frische. Ein Rämmchen. Das ist eh noch eingefuttert. Sie haben noch Reserven. Oh, das ist schwer. Das ist voll. Das ist voll. Voll. Aber da fangen sie jetzt schon an, ein Brutnest vorzubereiten in dem Bereich. Ja? Das ist. Die arbeiten schon nach oben, ja. Also auch da ist nichts.
Nisch, also jetzt kommen die Waben, die also direkt über dem Brutnest gesessen sind. Und die werden schon vorbereitet. Für den Aufstieg. Für den Aufstieg, genau. Das Bergfisch. Ist ein bisschen leichter. Ja, auch hier sieht man jetzt schön, da haben sie den Bogen schon größer gezogen. So, Chefin, wo bleibst du? Wir haben Besuch. Wir haben noch Besuch. Kannst du nicht mit mir so. Ist leicht. Ist sehr leicht. Und da sehe ich keine. Jetzt dachte ich schon, jetzt hat sie schon. Oh. Aber schauen wir rüber. Also die haben es schon leer gefressen, so gut wie. Aber da sehe ich einen Stift. Haben sie schon bestiftet, oder? Mhm, da unten sehe ich schon die ersten Stifte. Also könntest du schon da hier oben irgendwo sich noch verstecken. Ja, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie da ist. Aber das ist immer wieder schwer für Königin. Tatata, habe ich es unten übersehen? Vier Augen. Ja, die sitzt im Königinnenversteck, wie immer. Das kann es ja nicht sein, du. Was soll denn da der Besuch denken? Warum soll es dir anders gehen wie mir? Gell? Also die Wahrscheinlichkeit wird jetzt immer geringer, ja, dass die da irgendwo sitzt am Rand. Die kann ich mir jetzt vorstellen, dann haben wir es echt übersehen. Da ist nichts. Auch nichts. Und das ist, glaube ich, ein leeres Rähmchen. Da ist nichts. Nein, das ist leer. Ja, da muss ich noch mal drüben schauen. Dann fühlen wir uns noch mal durch den anderen Kasten. Das ist ja nicht auch. Stifte habe ich, Brut habe ich wie Sau. Das Volk ist ruhig. Du bist da. Bloß wo bist du? Komm raus. Tja. Ich kann nicht einmal sagen, ich habe es vor einer Woche gesehen. Das war letztes Jahr. Weißt du noch, in welcher Zeit du das letzte Mal offen gehabt hast? Ja, steht auf dem Zettel nochmal. 10.8. Na ja gut, da gibt es schon eine Chance, dass sie umgeweiselt haben. Da gäbe es noch eine Möglichkeit, ja. Also bei der nächsten Durchsicht suchen wir nicht nach einem gelben Plättchen, dann müssen wir nach einer Königin suchen. Definitiv. Aber ich glaub's fast nicht, dass die umgeweiselt haben. Ja, wenn das eine gelbe war, warum sollen die eine junge Königin nochmal umweiseln? Das ist unwahrscheinlich. Das gibt's ja nicht. Ja, vielleicht hat es das Blättchen verloren. Nee, ich lasse da nichts über den Holzlein kommen. Ich sehe sie. Ja, ist mir eigentlich auch noch nicht passiert. Aber jetzt denke ich, jetzt haben wir es zweimal durchblättert. Jetzt sollten wir es gut sein lassen. Dass eine Königin da ist, das wissen wir ja. Aber jetzt ist das Blöde mit dem Schieden, oder? Das ist jetzt auch kein Problem. Was hast du denn da jetzt? Die ist relativ leicht, so wie die ausschaut, gell? Die ist leicht, ja. Ist ein bisschen Pollen vielleicht drin. Ein bisschen frischer Nektar, ein bisschen Pollen. Ja, ist wurscht. Wir haben ein Rähmchen raus, gell? Nicht das. Zwei haben wir schon, eins haben wir draußen. Das haben wir aber, da war nichts drauf, gell? Nein, das. Ja, da ist nichts drauf. Die können wir jetzt. Die möchtest du wegnehmen? Ja, die tun wir raus. Wir lassen jetzt nur Brut- und Futterwaben drin. So, Brut- und Futterwaben, das heißt, wir haben jetzt nur zum Verständnis, wir haben jetzt ungefähr fünfmal Brut. Und da drüben war noch eine Brut. Eine ganz kleine.
Das wurscht. Die hat bleibt aber oben. Die hat gestiftet, wir stauchen jetzt zusammen auf einen Brutraum da. Okay, ja, nicht, nur fürs Verständnis. Gut. Ja, genau. Gut. Also wir brauchen sechs Plätze für, also zwischen den Schieden. Und sechsmal Brut haben wir ja. Sechsmal Brut haben wir. Jetzt lass gut sein, Gottfried. Nein, die kommen jetzt aus der Zeit. Die können wir auch raus. Schmeiß raus. Wir, das ist jetzt nur Pollen. Das ist nur Pollen. Das hat es gewischt. Jetzt hat es mit. Hat geschnackelt. Mein erster heute. Wann kommt die raus? Die ist leer und da haben wir ein bisschen Pollen. Ja, tun wir raus. So, dann müsste dann schon bald. Das müsste jetzt schon eine Brutwabe sein. Ja, genau. Genau. Die bleibt quasi drin, dann kann ich jetzt quasi auch schon das erste Schied setzen. Genau. Ha. Gut. Dann machen wir Sheet 1. Brut 1. Dann haben wir. Jetzt schaue ich trotzdem noch, das lasst mir jetzt. Du merkst das, gell? Ja, das lasst jetzt keine Ruhe. Das lasst mir jetzt keine Ruhe, weil das ist so ein. Aber Gott, wenn wir es nicht finden. Dann ist da das. Da ist eine Königin, das wissen wir. Ja. Also. Gut, da haben wir die nächste Brut. Jetzt sind wir halt vorsichtig beim Abschütteln. Genau. Oder auch beim Zusammensetzen. Gut, auch Brut. So, 1, 2, 3, 4, dann müsste da auch noch Brut rein. Das war Futter schon, oder? Nein, ja, ich meine, das waren 5. Wieder? Na doch, da ist Pollen. Ich weiß nicht, da war schon hier noch nicht bestiftet. Nee, die ist leer. Die ist leer. Also mit Pollen. Die ist leer. Sollen wir die nur rausnehmen? Die nimmst du noch raus, ja. Jetzt mögen sie dich aber, hä? Ja, jetzt haben sie mich markiert, jetzt geht's los. Ja, das ist das Blöde, wenn du einmal den Duftstoff drin hast. So. So, ein bisschen Rauch rein, das ist ruhiger, dann machen wir ein bisschen Rauch. Ja, tun wir ein bisschen. Jetzt langsam haben sie keinen Bock mehr auf. Ja, jetzt bin ich schon fünfmal. Gott, das ist jetzt auch weg, das ist alle. So, auch raus. Dann machen wir hier quasi, was haben wir hier? Hier haben wir, das bisschen Futter ist da noch drin. Pollen. Lassen wir die drin? Na, weg damit. Auch weg. Jetzt geht's. Gut, der Pollen ist natürlich wichtig, aber es kommt die nächsten Tage, kommt jetzt Pollen ohne Ende. Okay. Der Verlust ist jetzt nicht so groß. Alles klar. Wichtig ist jetzt, dass Futter drin ist, damit die ordentlich weiter brüten können. Da kommt jetzt zwar der Weidennektar, aber die Mengen sind einfach nicht ausreichend. So, das heißt, pass auf, wir haben da in der oberen Zarge war noch einmal Brut, gell? Da war noch einmal Brut, die stecken wir da mit dazu. Das ist. Also ich habe bessere Futterrämchen oben. Ja, lass die mal noch in der Zarge drin. Okay. Jetzt nehmen wir erstmal diese bestiftete Wabe. Die war, wo war die? Ziemlich mittig saß die. Mit einem großen Nest. Also bei mir sind es virtuelle Brutnester, bei dir sind es schon echte. Na, das war so eine frische Wabe, war das, auf die sie gestiftet hat. Okay, dann müsste es aber schon die nächste sein, weil die war eigentlich, dachte ich mir. Die schaut danach aus. Ich glaube. Nee,
Jetzt haben wir die gleich rüber als Futterreserve. Da ist auch nichts drauf. Dann muss es die nächste sein. Dann hol ich mal die nächste. Ja, zieh mal die nächste nochmal raus und dann entscheiden wir, welche. Die dicksten Futterwaben, die kommen dann wieder zurück. Du hast irgendwo Stifte gesehen. Ich habe Stifte gesehen, ja. Jetzt findet die Königin und die Stifte nicht mehr. Jetzt ist es aber soweit. Das Leben in der Lage da. Na, die war es auch nicht. Das dann dann habe ich es übersehen. Na, mal die aber schon mal als Futter rein. Die ist richtig schön. Die ist richtig die fett. Die kann schnell hängen. Ja. Die hängen wir jetzt außerhalb vom Sheet. So, die haben wir. Die haben wir geschaut. Die haben wir auch geschaut. Und das dann könnte die da vielleicht noch sein. Ich weiß es, du hast recht, das war eine helle. Und die nächste war es aber nicht. Es waren aber auch nicht viele Stifte. Also so rein optisch war es die ist gerade gehabt, oder? Die meinst du jetzt, oder? Ja, ja. Dann hängen wir die noch ins Brutnest. Wäre auf alle Fälle Fläche. Das ist auf jeden Fall eine vorbereitete Fläche für die Brut. Also die können wir da gut mit reinhängen. Gut. So. Nicht, dass wir da... Na. Gut, dann haben wir jetzt quasi im Brutnest 5 Rähmchen. 5 Rähmchen, genau. 2 Schiede. Sind wir bei 7. Das heißt, uns bleiben 3 Futterwaben. Genau, und da haben wir schon eine. Genau. Dann ziehe jetzt die ganze rüber und dann noch 2 Futter. Dann können wir da jetzt noch 2 Futterwaben reinstecken. Und da suchen wir uns jetzt 2 schöne volle aus. Aufpassen, dass wir da nichts quetschen. Bei so Sachen dann einmal ein bisschen Rauch geben, dann gehen sie schon runter und dann kann man die Rähmchen auch schön positionieren. Dann quetscht man da so wenig wie möglich. Das ist das Gute, ich habe leider nicht alle Zagen so ausgerüstet, manche haben halt so Schienen, wie du das siehst. Kann man es auch schöner schieben. Gell? So, das war auf jeden Fall, das war ein Monster-Rähmchen. Genau. Ja, das kommt rein. So, gefühlsmäßig, das ist leicht. Ja, das ist noch brutal. Sehr schön. Schauen wir mal, was drauf ist. Ja. Was will ich jetzt auch sein, Kuga? Was ich jetzt ganz vergessen habe, was da drin. Mit dem Mikro, das fällt mir gerade auf, ich habe meins ja verlängert. Du hast das, die gehen auf dein Mikro. Das ist immer, jetzt wo das, bei dem war schon bei mir, ich habe jetzt kein Problem. Er kämpft jetzt da die ganze Zeit. Jetzt schon wieder am Pushen, gell? Direkt am Pushen. Ja, ja, das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ja, also das ist, also weil du hast ja alles neu, also kannst du nur empfehlen, auch quasi eine Mikroverlängerung. Habe ich schon. Passt schon. Was jetzt passiert ist, diese Futterwaben, die werden in den nächsten Tagen, werden die das Futter umtragen und Futtergrenze bilden über ihr Brutnest. Und du produzierst dir damit blitzblank saubere Futterwaben. Also, die kannst dann kleinen Honigraum wieder aufhängen. Ich nehme jetzt trotzdem schnell die Zage noch drauf, dass ich dann, falls wirklich ein König um ist, da nichts verliere. Da dann noch ein bisschen, dass ich es jetzt einfach abstoßen kann. Und dann habe ich da keine Probleme, dass wenn wirklich oben die Königin wäre. Ja,
Also das ist ganz clever, was der Gottfried da jetzt macht. Er benutzt jetzt die obere Zarge als Trichter. Du kannst ja gerne nur einen Schritt weggehen. Das, wie gesagt, das ist das Problem mit dem Mikro. Die gehen das auf die Mikros. Das ist Bienengift-Junkies, weiß ich ja selber. Das stimmt, ja. Aber jetzt haben sie mehr. Jetzt mögen sie nicht mehr. Jetzt mögen sie nicht mehr. Jetzt müssen wir ein bisschen zügiger werden. So. Ja, diese Futterwaben, die ich da entnehme in der Jahreszeit, die kommen in eine bienendichte Kiste, damit keine Räuberei entsteht. Selbst in dieser Jahreszeit kann das passieren. Ups, bleibst du da. So, jetzt kann ich mich drin schön die runterkehren. Ich habe es dir gerade hinter der Kamera noch gesteckt. Mir kommt es auch oft so vor, wenn ich am Anfang mit Smoke arbeite, ein bisschen Rauch reinlasse, dass die oft relativ weit nach unten geht und dann auch teilweise unten auf dem Boden rumkrabbelt. Ob das nur mein Gefühl ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich, anders gesprochen, was mache ich jetzt? Ich habe zwar das Gefühl, dass sie da ist, bin mir auch sehr, sehr sicher, dass sie da ist, aber ich weiß es nicht. So, das heißt, ich warte jetzt nochmal eine Brutperiode ab und schaue einfach wieder, ob dann in 7 Tagen frische Stifte da sind. Und wenn ich dann die Königin immer noch nicht finde, dann weiß ich, ups, die hat das Blättchen verloren oder ich finde sie einfach nicht oder sie haben umgeweiselt oder ganz was anderes. Das Einzige, was nicht sein kann, drohnenbrütig. Na, das Volk, das ist toll. Also das hat 5 Brutwaben um diese Jahreszeit, das ist ganz ordentlich. Die Bienenmasse ist groß. Mhm. Die haben jetzt auch alle schön da reingepasst in die Zarge. Ja. Die nächsten Tage wird die Bienenmasse nicht größer werden. Wir sind mitten in der Durchlenzung. Das hebt sich so die Waage, ja. Ja, genau. Die Winterbienen, die gehen jetzt ab. Und die Sommerbienen. Ja, ist so. Ist ja, ja, die werden austransportiert. So, findest du in der Wiese irgendwann. Jetzt haben wir aber den nächsten Schritt. Kommst du zum nächsten Schritt auch? Nein. Aber was ist jetzt für mich, für mein Verständnis, der nächste Schritt? Klar, der Honigraum? Ja, vom Honigraum kannst du gerne in 7-10 Tagen mal reinschauen. Schaust du diese Futterwaben, die wir hinterm Sheet gesteckt haben. Da wird einiges bereits umgetragen sein. Okay. Und die legen jetzt Futtergrenze über ihr Brutnest an. Also die holen sie jetzt fürs Verständnis von außen, von dem äußeren von dem Futterkammerbereich, sag ich mal, das Futter zum Brutnest und machen halt die typischen Grenze. Ganz genau. Und dann wäre ich. Und es gibt dir die Chance, wieder eine Futterwabe nachzuhängen. Und so hast du einen guten Futtervorrat in deinem Volk und brauchst da keine schlaflosen Nächte machen? Nicht, jetzt hat es mich gerade, ich wollte es noch retten. Jetzt war es doch nichts. Nein, du kannst nicht mehr stechen. ja, ist halt Leben in der Lage. Ja, ja. Auf alle Fälle ist jetzt der nächste Schritt einfach den Futterverbrauch. Das ist okay, das müssen wir jetzt, darf ich mal kurz. Also jetzt ist schon raus. Die gehen auf den Puschel. Wir machen mal Location in, weil die gehen total auf das Mikro. Also zum Verständnis, ich habe dasselbe Mikro in der Hosentasche und habe quasi meine Verlängerung hier oben.
Und Michi habe ich das einfach die Puschel-Variante gegeben, dass wir anstecken. Und die Bienen sind da echt scharf auf den Empfänger, Senderempfänger. Und die Frequenz, die mögen sie einfach nicht. Habe ich schon jetzt öfters festgestellt und darum arbeite ich auch mit der Mikroverlängerung, weil du einfach weniger Probleme hast. Ja, das ist halt dann fürs Filmemachen nicht so schön. Das sind so die YouTuber-Probleme. Das ist Jammer auf hohem Niveau. Braucht ihr euch keine Gedanken drüber machen. Am Anfang habe ich gedacht, was hat denn das Volk? Das war doch gestern so brav. Und beim Ding, das gibt's ja nicht. Bis du mal drauf kommst, ja, das liegt am Mikro. Aber ist so. Also das heißt, wir haben es jetzt geschiedet. Ich habe dann das Futter im Auge. Und wenn dann zur Kirschblüte, wenn die Saison losgeht, Absperr geht da drauf. Und Honigraum drauf. Honigraum drauf und dann auf gutes Wetter hoffen. Oh, ich glaube, es wird eine gute Saison. Ein bisschen an Regen könnte man jetzt nur brauchen, das wäre jetzt nicht schlecht. Ja. Weil so ganz ohne Regen gibt es auch keinen Nektar. Also, aber es schaut nicht so gut aus. Das ist halt der Vorteil, wenn man in der Großstadt imkert. Da ist jede Blume gegossen. Ja, ja, ist so. Vom Friedhof bis zum Kleingarten, jeder möchte eine schöne Blume und jeder gießt seine Blumen. Ja, aber von den Blumen kommt auch kein Honig. Unterschiedlich. Ja. Wenn du Alleen nimmst, Schlösser. Aber was sage ich schon, würde jetzt der Jupp sagen. Ja, cool. Ja, super, dann haben wir es schon, gell? Ja, dann habe ich, echt schon zwei Völker, die ich mit dem Schiedssystem führe. Wird echt wieder ein interessantes Jahr. Ich sage danke für deine Zeit. Für die tolle Unterstützung, für Gottfried, die Stichfestigkeit. Hat mich sehr gefreut, die Einladung. War eine tolle Erfahrung mit dir. Und eine tolle Erfahrung? Ja, habt ihr das gehört? Ja, schön. Hat mir gut gefallen. Super. Also ja. Man muss sich die Zeit auch nehmen. Du bist artig drin. Super, Dankeschön. Die Anreise, die muss man auch in Kauf nehmen. Du hast zwar eine Stunde, hast gesagt, gell, grob. Ja, aber trotzdem ist halb habe ich gebraucht. Ist Zeit, die wo Münchner weg ist. Die Münchner haben mich wieder ausbremst. Ja, die Münchner. Nein, ich sage Dankeschön für deine Zeit, für die Tipps. Ich werde bestimmt nur ein, zwei Mal anrufen. Hilfe. Aber das kriegen wir hin. Du schaust einfach meine Filme an. Ja, logisch, tue ich sowieso. Immer kräftig klicken, ihr wisst Bescheid. Gell? Abonnieren, klicken, liken. Das muss sein. Auf Instagram findet ihr uns. Instagram. Und auch. Dann gibt es auch noch die Videobeschreibung. Da gibt es auch noch immer gute Hinweise. Und sein Buch nicht vergessen. Das habe ich übrigens gelesen, gell? Also das Buch ist super, nur der Titel nie. Der Titel. Nein, der Titel, gell? Nee. Ihr kennt es, abonnieren, Daumen, dein Kanal ist sowieso verlinkt. Nee, hat mich sehr gefreut. Jetzt, glaube ich, bringen wir noch Kleinigkeit. Alles klar. Servus, grüß euch. Bis zum nächsten Mal. Und ein anderes Mal.